Und werde auch ergänzen zu meinem Kollegen Peter Zeil noch ein bisschen das Thema Sensorik in der Stadt und auch Monitoring dieser Daten ein bisschen näher bringen und auch zeigen, was es für Potenziale für die Raumplanung, Stadtplanung oder auch Architektur bringt, aber auch ein bisschen versuchen, daraufhin einzugehen, was so ein bisschen die, sage ich mal, die Risiken sind oder auch die Sachen, die in der näheren Begutachtung und Forschung in der Zukunft benötigen werden. Und zwar zunächst, wir haben jetzt bei den diversen Vortragenden mehrfach darauf eingegangen, dass in den letzten Jahren insbesondere einerseits die technische Entwicklung stark vorangeschritten sind. Das sind mobile Endgeräte, die quasi omnipräsent verfügbar sind und auch einen Internetzugang haben. Und auf anderer Seite auch durch das Internet und darauf basierend teilweise auch die Entwicklung des Web 2.0 oder des User-Generated Content. Und diese beiden Aspekte führen zusammen zu neuen methodischen Anforderungen, die sich für die räumliche Planung oder überhaupt den urbanen Raum in dem Sinne ergeben werden. Und um quasi ein tieferes Verständnis für diesen Themenbereich hervorzurufen, ist insbesondere im Bereich der Sensorik und des Monitorings, also des Überwachens dieser Entwicklungen, weitere Forschung nötig. Zum Monitoring habe ich hier eine kurze Definition angebracht, auch von unserem Professor Streich. Und zwar im weitesten Sinne betrachtet das eine Überwachung eines Zustandes, sage ich jetzt mal. Der genaue Wortlaut habe ich jetzt hier dargelegt, wobei man den Unterschied zu dem Controlling bringen muss, da Monitoring jetzt eher ein passiver Sachverhalt ist und Controlling, also ein eingreifender Sachverhalt, einen aktiven Wert hat. Monitoring ist quasi eine Art Vorstufe zum Controlling in diesem Sinne. Und zum Monitoring an sich lässt sich weitergehend sagen, dass man zwei grobe Richtungen unterscheiden kann. Es gibt einmal das Top-Down-orientierte deduktive Monitoring, was quasi jetzt von einer Administration initiiert wurde, dass, sage ich mal, die Stadt mit Sensoren ausgestattet werden soll und diese Daten für weitere Planung genutzt werden kann. Auf der anderen Seite gibt es aber auch das Bottom-Up-Monitoring, was jetzt eher dem Prinzip des Crowdsourcings entspricht und auch induktiv von der Bevölkerung ausgeht, da diese Daten einspeisen werden. Ein Beispiel jetzt mal für so ein klassisches für Monitoring von Daten im deduktiven Sinne wäre jetzt der Bereich der Smart Cities, wie auch schon vorher angesprochen war, dass die Stadt quasi mit Sensoren, die vernetzt sind, ausgestattet werden. Sieht man hier am Beispiel, also man sieht den Laserpointer nicht, das linke Bild auf jeden Fall behandelt eine Stadt in Spanien, die Stadt Santander, will sich selbst im Rahmen eines EU-Projektes als Smart City in Europe positionieren, hat da halt diverse Anbieter noch von Telefon-Kommunikationsunternehmen, die dort tätig sind und versuchen, diesen gesamten vernetzten Geodatenbestand, sage ich mal, planerisch verwertbar zu machen. Auch in Korea gibt es entsprechend ähnliche Bestrebungen, um diese vernetzte Städte mit vernetzten Sensoren auch weitergehend nutzen zu können. Messsensoren werden in diesem Bereich, zum Beispiel im Bereich der Luftqualität, Verkehrsströme oder auch der Verkehrsmessung eingegeben. Wobei man sagen muss, auch, also dieser Ansatz ist jetzt, sage ich mal, eher von oben herab dominiert. Es ist eine Administration, die eine Zielvorstellung hat, was gemessen werden soll, in welchen Entitäten das auch geschehen soll. Und das wird in dem Sinne deduktiv initiiert. Was natürlich jetzt durch diese neuen Datenmethoden jetzt in letzter Zeit im Vordergrund steht, ist die induktive Datengewinnung, dass eben der Mensch quasi als Sensor betrachtet werden kann und mit seinen Daten und seinen mobilen Endgeräten auch eigenwillig Daten einspeisen kann, um diese Prozesse von sich aus mit einem neuen Schwung zu beleben. Genau, Beispiele jetzt über Daten, die jetzt über das Web 2.0 gewonnen werden können, die planerisch relevant sind, gibt es mittlerweile relativ viele im Internet. Also wir haben da heute schon ein paar Beispiele gesehen, beziehungsweise werden auch noch ein paar Beispiele von den Kollegen sehen. Ich habe jetzt nur mal auch das Beispiel CrowdMap jetzt angeführt, wo diese Datengewinnung über mobile Endgeräte dazu genutzt werden kann, um jetzt Katastrophenmanagement durchzuführen, weil die jeweiligen Beiträge, die über die verschiedenen Kanäle, sei es MMS, Twitter, E-Mail, Post etc., aufgeführt werden, kartografisch visualisiert werden und aufhand dieser
kartografischen Visualisierung dieser Beiträge eine Aussage getroffen werden kann, wo beispielsweise jetzt Elektrizitätsversorgung oder Notfallunterkünfte in einem entsprechenden Gebiet fehlen. Und dieser Ansatz ist von unten herab und deshalb entspricht er eher dem induktiven Schema. Ein anderes Beispiel ist vom Kollegen Peter Zeil, er hat es auch gerade schon angesprochen, eine Partizipation, die durch diesen induktiven Ansatz her gewährleistet wird, über das Thema Augmented Reality zu erreichen. Die Kollegen, wie gesagt, haben hier das Beispiel gezeigt, dass durch diese Augmented Reality Technologie zum Beispiel Probleme, die im städtischen Umfeld sehbar sind, kartografiert werden können und auch jemandem, der später diesen Ort besucht, noch sichtbar gemacht werden können. An diesem Punkt ist es zum Beispiel, man kann es leider nicht erkennen, auf dem linken Bild ein zerstörter Mülleimer, der mit einem entsprechenden Tag versehen wurde. Auf der rechten Seite wäre es diese orangene Blase, die über dem Mülleimer steht, und jemand, der später wieder diesen Ort besucht, sieht, dass dieser Mülleimer, sieht vielleicht, dass hier ein Problem ist, beziehungsweise die Stadtverwaltung kann auch dadurch, dass sie diese Karten überprüfen kann, auf so ein Problem aufmerksam gemacht werden. Weiterer Aspekt der Sensorik ist, dass man den Menschen mehr als Sensor für die Stadt betrachten muss. Denn so gesehen ist ja für städtisches Planen oder für den kompletten Raum der Mensch eigentlich der Fixpunkt für jedes Handeln, weil es wird im Endeffekt alles für den Menschen geplant oder auf den Menschen bezogen. Deshalb ist es auch wichtig zu verstehen, wie man als Mensch oder als Subjekt im städtischen Raum auf solche Gegebenheiten reagiert. Und da gab es von unserer Seite auch verschiedene Projekte, also auch Emo-Maps und Tracking People wurden gerade vom Kollegen Zeile schon angesprochen. Wir hatten Probanden, Studenten, die mit Sensorarmbändern ausgerüstet waren, und diese Sensor, Ton ist noch da, oder? Okay. Und diese Sensorarmbänder haben auch zusammen in Kopplung mit dem GPS-Gerät gestanden und konnten eine Verortung von, sage ich mal, Emotionen im städtischen Raum hervorrufen. Diese Ideen sind, sage ich jetzt mal, auch noch bewusst sehr am Anfang und bei weitem noch nicht ausgereift, und es muss noch weitere Forschungsarbeit in diesem Bereich getätigt werden, denn die Kopplung dieser Daten an auch kausal belastbare Aussagen ist noch relativ schwierig. Durch diese Mobiltelefone, die der Mensch jetzt wirklich immer mittlerweile zur Verfügung hat, und Smartphones mit ihren verschiedenen sensorischen Eigenschaften, ist auch der Mensch mittlerweile direkt als Sensor zu betrachten und steht auch in, also er kann aktiv Daten senden, kann sie auch empfangen und steht auch in Wechselwirkung mit den sämtlichen sensorischen Einheiten dieser Technologie, und er ist quasi in einem neuen Modus, so gesehen, in dem er Daten generieren kann, die planerisch weiter verwendbar sind. Ein weiteres interessantes Projekt, Ergänzung zu dem Emo-Map-Projekt, war auch mit dem Kollegen von Body Monitor, von dem Herrn Papastefanou, dass diese Personen mit diesem Smartband ausgestattet worden sind und psychophysiologische Messungen durchgeführt haben. Diese emotionalen Aspekte sollten dazugehend analysiert werden, wie weit jetzt Menschen, die eingeschränkt mobil sind, sich im urbanen Raum bewegen können. Das heißt, wie wird die Erregungskurve sich ändern, wenn ich eine bestimmte Barriere passieren werde. Und bei der Untersuchung dieser Barrierefreiheit können dann Karten anhand von Kurven gewisse Daten, wie auf der linken Seite, visualisiert werden, die dann zeigen, wenn es die Treppe hochgeht, hat der jeweilige Proband die Treppenstufen zu besteigen, und das ist auch für ihn ein Hindernis. Oder theoretisch haben wir auch diese Fallstudie durchgeführt, dass Leute mit einer Sehbehinderung einen gewissen urbanen Raum durchqueren mussten und diese Smartbänder anhatten. Und an den Punkten, wo sie jetzt eine negative Erregung hatten, weil diese Markierungsstreifen auf dem Boden nicht mehr klar greifbar waren, konnte man dann nachher auf der Karte klar zeigen, dass ein großer Prozentzahl der Probanden an dieser Stelle Probleme hat und dass daher gesehen an dieser Punkt städtebaulicher Nachholbedarf wäre und eventuell diese Situation, sage ich mal, entschärft werden müsste. Das Labor für Monitoring und Raumsensorik wird gerade schon angesprochen, haben wir seitens der Universität Kaiserslautern dieses Jahr ins Leben gerufen und dient quasi dafür, dass die Fachgebiete der Raum- und Umweltplanung zusammen mit technischen Hilfsmitteln einen großen Gerätefuhrpark für das Thema Monitoring sich aneignen,
um halt diese beiden Spielarten des Monitors, ob jetzt eher top-down basiert oder bottom-up basiert, einfach einmal durch zu exerzieren und mehrere Forschungsarbeiten in diesem Bereich durchführen zu können. Denn das ist ein sehr interessantes Feld, das noch in der Forschung sehr am Anfang steht. Und da wird es noch viele interessante Projekte geben, aber auch noch viele, sage ich mal, viel harte Forschungsarbeit. Und auch in Bezug dieser, sage ich mal, stetig wachsenden Datenverfügbarkeit der Daten von unten herab wird sich eher dieses Verhältnis ein bisschen verschieben und die Daten, die durch User-Generated Content zur Verfügung gestellt werden, werden zunehmend an Gewicht erlangen und auch in der planerischen oder auch, sage ich mal, für die administrative planerische Einheit mehr an Gewicht erlangen. Ein weiterer Punkt, wenn es jetzt zu diesem Thema Monitoring und Sensing geht, ist die Gegenüberstellung des Participatory Sensing und des Opportunistic Sensing. Man hat ja einerseits, wenn Daten zur Verfügbarkeit bereitstehen, zwei Möglichkeiten, diese Daten zu nutzen. Einerseits kann ich als Smartphone-Benutzer sagen, ich gebe meine Lokalität preis, wo ich momentan bin und stelle diese Daten zur Verfügung. Andererseits besteht auch das Interesse, das opportunistische Interesse der jeweiligen Firmen, auch diese Daten zu nutzen. Und da ist halt die interessante oder die wichtige Frage, wer besitzt das Datenmonopol? Denn vielleicht werden einige, dass diese Bilder kennen, vor circa 2 Wochen war Apple in den Medien, da das iPhone-Betriebssystem die Position der iPhone-Nutzer geheim mitgetrackt hat, um diese Daten für vermutlich Werbezwecke später auszunutzen. Bei uns hat sich freundlicherweise einer unserer Hiwis bereitgestellt, mal seine Daten für eine Woche zu veröffentlichen und wir haben mal geschaut, was er so zwischen dem Umfeld Kaiserslautern und seinem Wohnort Trier macht und ja, das ist schon ein relativ aussagekräftiges Bild. Der Punkt ist, wie gesagt, nur der interessante, wenn ich, sage ich mal, über Facebook Locations aktiv sage, dass ich meine Position preisgebe, dann kann das jeder machen. Wenn ich aber ein Smartphone nutze und meine Position nicht preisgeben möchte, diese Daten aber trotzdem über irgendwelche Wege weiterverwendet werden, dann ist das schon ein sehr heikler Punkt und es ist schwierig, wie das Ganze auch in Zukunft genutzt werden kann, denn wo technische Wege sind, werden die meistens auch bestritten, je nachdem mehr oder weniger, egal ob es illegal ist oder nicht. Ein anderes interessantes Phänomen ist das Crime Mapping. Crime Mapping basiert prinzipiell darauf, dass viele Polizeistationen ihre Straftaten, die gemessen werden, mit einer Geokoordinate oder einer Hausnummer besetzen. Das zum Beispiel festgehalten wird, in der Hauptstraße 24 wurde am 17.12. um 24 Uhr nachts eine Schlägerei registriert. Jetzt gab es oder gibt es die Bestrebung, teilweise diese Daten öffentlich zu machen. Beispielsweise die englische Polizei hat die kompletten Daten online. Man sieht auf der rechten oberen Seite ein Bild von der Londoner Innenstadt, wo die, man kann es leider nicht gut erkennen, ich glaube von einem gewissen Datum sämtlichen Raubüberfälle dargestellt worden. Und das ist natürlich sehr interessant zu wissen. Ich fahre nach London als Tourist, wo suche ich mir mein Hotel und wenn ich dann auf der Karte sehe, dass es eine Gegend ist, wo sehr viele Raubüberfälle nachts verübt werden, dann werde ich mir das natürlich zweimal überlegen. Die Sache ist jetzt aber auch nur die, auf der anderen Seite, man kann zum Beispiel diese Kartenansicht in der Visualisierung mit einem Schieberegler einfach mal von starker Anzeige auf schwache Anzeige stellen. Und allein so ein einfacher Schieberegler kann dann schon aus einem relativ friedlichen Londoner Innenstadtbereich einen sehr gefährlichen Innenstadtbereich machen. Das ist halt ein sehr schwieriges Thema, wie man solche Datenvisualisierungen sehen kann. Ein weiterer Punkt dabei ist, dass es nicht nur die Daten gibt, die von der Stadt selbst eingestellt werden, sondern man kann auch über Smartphone-Apps diese Daten, man kann quasi einen Überfall posten. Das ist gibt es auch mittlerweile schon relativ viele Smartphone-Apps dafür und das wird quasi diesen Datenstand auch noch bereichern. Gerade vor kurzem habe ich einen interessanten Link weitergeleitet bekommen zum Thema Foursquare. Es ist quasi eine Vermischung aus diesen Crime-Apps und der Anwendung Foursquare, die quasi nichts anderes tut, als eben diese Daten, die von der Polizeiadministration zur Verfügung gestellt worden sind, mit eigenen Daten zu verknüpfen und die auch mobil verfügbar auf mobilen Endgeräten zu machen. Und das ist jetzt, wie gesagt, auch ein Punkt, wo man als Nutzer selbst sehr starke Möglichkeiten hat, diesen Dateneingang oder diese Karten zu gestalten. Und gerade heute Morgen der Kollege mit den Graffitis in Hamburg hat ja auch gesagt, manche Häuser haben den Mietpreisminderung, wenn Graffitis an der Wand stehen. Und man kann quasi aktiv in das Mietpreisgeschehen
Eingriff nehmen. Wenn ich jetzt, sage ich mal, eine Wohnung habe, die mir ein bisschen zu teuer ist, dann poste ich mal ein paar Überfälle nachts und schon ist der Preis dort, wo ich ihn brauche. Man sieht es auch schon, der Leitslogan dieser Seite hieß Because everyone loves to be competitive. Also es ist quasi eine Art, die sehen auch diesen Wettbewerb der Stadtteile gegeneinander. Und es ist eine sehr heikle Frage, inwieweit sich solche Daten weiterentwickeln werden. Ein anderer Punkt, Thema Smart Cities auch, wurde jetzt oft angesprochen, aber wenn man mittlerweile mal sieht, wie so die Agenda von großen Konzernen wie Siemens oder IBM aussieht, haben die alle ihren Smart City Bereich, die dort jetzt, sage ich mal, alles unter einer Haube zusammenfassen würden. Smart Grids, Verkehrssteuerung und so weiter. Und da ist jetzt auch weitergehend die Frage, wie weit dann jetzt, sage ich mal, Kompetenzen in die Hand von kommerziellen Firmen gelegt werden oder wie weit noch, sage ich mal, die Handlungsfähigkeit der jeweiligen Stadt oder der Planer im städtischen Auftrag beschnitten werden. Das ist, ich will jetzt nicht sagen, dass es gut oder schlecht ist, aber es ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die man halt äußerst vorsichtig begutachten sollte. Allgemein gesehen, halt nochmal zurückgehen auf diese Daten, die produziert werden, wie überhaupt kann ich diese Daten als Planer weiterverwenden? Und da gibt es natürlich die Möglichkeit, primär bringe ich diese Daten oder kann ich diese Daten als Begründung in formellen oder informellen Prozessen weiterverwenden. Wenn ich formelle Prozesse, also formelle städtebauliche Prozesse, die bis hin zum Bebauungsplan oder zur Enteignung gehen, muss klar sein, die Daten, die ich da benutze, die dürfen nicht in irgendeiner Form zweischneidig zu interpretieren sein. Das müssen Daten sein, die eine gewisse Rechtssicherheit haben und die halt jetzt wirklich in irgendeiner Form quantifizierbar sind. Bis jetzt sind das, sage ich ja, so Themen wie Lärmmessungen oder Klimamessungen nach Temperatur oder Stickstoff- oder Feinstaubmessungen. Das sind momentan noch hart belastbare Werte, die sich für sowas hergeben. Informelle Daten im Gegensatz, zum Beispiel jetzt Posts, Tags oder so, oder ich mag den Marktplatz, also so Like-It-Buttons, das ist eher noch eine qualifizierte Aussage. Die hat jetzt, sage ich mal, die kann jetzt, sage ich mal, Anstoßfunktion für gewisse Prozesse bieten, nur momentan, also ich sage bewusst noch nicht, kann man sie, sage ich mal, als belastbare Entscheidungsgrundlage für Prozesse hinzufügen. Also da wird noch einiges an Forschungsbedarf möglich sein, um überhaupt abzugrenzen, welche Art von Daten ich für die Integration in welche Prozesse benutzen kann. Und gleichzeitig wird es auch so sein, dass insbesondere durch den User-Generated Content wirklich ein großes Maß an Daten veröffentlicht werden kann in einer sehr großen Breite. Und es ist auch wichtig, dass man als Planer oder als Stadt eine Art von Relevanzbewertung durchführen kann. Also was sind überhaupt die Daten, die wichtig sind oder was sind die Daten, die aus dieser schieren Masse herausstechen, die für mich wirklich wichtig sind. Gleichzeitig halt auch, wie gesagt, im Hinterkopf behalten immer den Punkt, wer eigentlich das Datenmonopol hat. Sind es die Bürger, die die Daten speisen? Sind es die, also oder top-down, ist es die Verwaltung? Sind es die Firmen von den Anbietern, die die Daten quasi transferieren, sage ich jetzt mal, über die technischen Kanäle? Wer macht was mit welchen Daten, mit welchem Hintergedanken? Also es sind viele Filter, die man da im Hintergrund bedenken sollte. Und natürlich auch die zukünftige Rolle der Stadtplanung. Es wird sehr viele neuen methodischen Anforderungen zu entwickeln geben, weil es viele neue Möglichkeiten gibt, die auch ausprobiert und erprobt werden müssen. Gleichzeitig meiner Meinung nach auch werden sich in diesem Bereich neue Arbeitsfelder entwickeln, denn es halt eine große neue Schnittmenge gibt und in diesem Schnittfeld auch, sage ich mal, jemand, der das Verständnis einerseits für die urbanen Prozesse besitzt und andererseits auch die technischen Gegebenheiten berücksichtigen kann, vielleicht ein gewisses Arbeitsfeld haben kann oder sich zumindest mit seinem Fachwissen gewinnbringend einbringen kann. Von meiner Seite wäre es das jetzt auch. Ich würde jetzt das Ganze, sofern Fragen Zeit noch sind, also ich sehe da nur ein ganz leichtes Kopfschütteln. Also ich gehe mal auf, dass dann keine Fragen mehr werden, darf ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken. Applaus